Hallo und herzlich willkommen zurück zum Politik-Tycoon mit der grünen Alternative in Österreich. Genau. Es stehen an die Steiermarkswahlen. Wir haben gerade ein bisschen Minus, weil der Anwalt zweimal meinte, also der hat seinen Betrag doppelt berechnet, sag ich mal. Und deswegen sind wir ein bisschen im Hungertuch nagen. Boah, kann ich mir trotzdem noch leisten. Immerhin das. Der Staat macht weiterhin Verluste und Verluste und das interessiert die Regierung nicht. Seht da, das interessiert die Regierung nicht. Das wurde doch schon abgelehnt, das wurde doch schon abgelehnt. Wir können uns das nicht leisten. Was überhaupt nicht. Man braucht 92 Sitze, um eine Mehrheit zu haben. Toll. Das ist eine extrem knappe Mehrheit, die wir haben. Oberösterreich, ja, nehmen wir mal wieder die Frau Vogelgras. 24 Wochen. Langsam gehen uns die Politiker aus. Aber im Notfall gibt es ja immer noch Nachwuchs. Wir müssen das Risiko eingehen, das tut mir leid. Komm out! Die bringt Geld rein, das ist super. Alles, was Geld bringt, ist super. Ah, perfekt. Angenommen, eine Maut von einem Euro. Ja, mal. Oh Gottchen, KPÖ. Ich würde jetzt gern spionieren, aber. Scheiß Kommunistenpack. Und bunten Bündnis Zukunft Österreich und Listepilz. Uiuiui, das wird ja hier. Durch dieses Parlament sind alle Parteien dann mal in einem Parlament vertreten. Jede Partei ist jetzt in mindestens ein Parlament. Dank der Steiermark. Und die KPÖ ist jetzt drittstärkste Kraft der Steiermark. Die wollen wohl einen kommunistischen Herrscher. Toll. Die auch bei Nationalratswahlen gerne gewinnen. Auf jeden Fall lieber als ÖVP oder FPÖ oder sowas. SPÖ ist mir schon lieber als KPÖ. Stimmt, ist das BZÖ jetzt direkt am Anfang in der Regierung vertreten. Oder Pilz oder sowas. Ja, natürlich. ÖVP gilt und BZÖ. Natürlich, die Frau Reider wieder. Hätte ich doch schon mal gesehen. Kriegseinsatz soll abgeschafft werden. Da bin ich dafür. Kein Krieg. Das ist günstiger, wenn wir keinen Krieg führen. Weniger Verschleiß. Das ist ja schön angenommen. Sehr schön angenommen. So, Oberösterreich. Was ist mit dem Piraten? Das kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen. Piraten. Danke. Sowas kann man einfach nicht sehen. Wenn ich die Chance habe, stärkste Kraft zu werden, dann will ich die auch nutzen. Bei Wien ist natürlich besonders wichtig. Haben wir jetzt nicht wirklich Geld für. Habe ich überhaupt kein Geld für, um sozusagen. Ja, aber für Flyer reicht's. Für Flyer reicht's, für Oberrechts. Partei. So, Oberösterreich. ÖVP doch noch stärkste Kraft, interessant. Aber stärker als die Piraten, das ist super. BZÖ und Kills ihn. Oh nein! Oh ja, macht halt, was ihr wollt. Wir werden nicht mit der ÖVP koalieren. Damit wir versuchen, den Ministerpräsidenten zu stellen. Genau. ÖVP-Pirat. SPÖ, Heiko Hotz. Da wird spontan immer um uns herum koaliert, je nachdem, wie es am besten passt. Aber Hauptsache um uns herum. Das ist die Liebe zur Umwelt. Etablierten Parteien. Ah, in Wien werden wir auch zweitstärkste Kraft, voraussichtlich. Sollten uns die Neos nicht wieder erwarten, überholen. Wären bestimmt noch stärker, wenn wir früher Plakatwerbung machen könnten, aber dafür hatten wir leider kein Geld. Budgetverteilung senken sofort. Brauchen das Geld. Neos diesmal nicht für uns da, für die Piraten. Und meine Stimme gilt. Und Liste Fritz Dinkhause sogar auch noch.
Berlin in 4 Wochen, noch nichts Neues. Die Monika soll Landeshauptfrau werden. Joa, zweitstärkste Kraft. Wir werden also nicht mit der SPÖ koalieren. In 49 Wochen Nationalratswahl, das wäre jetzt teuer, jetzt schon Werbung zu machen. Nicht mit der SPÖ koalieren. Wir werden nicht mit der SPÖ koalieren. ÖFPÖ-Piraten jetzt. Man muss da mal ein Risiko eingehen. Ja, wenn man dann das Hauptmann, beziehungsweise in dem Fall, was ja Frau werden kann, dann darf man schon mal was riskieren. Mehr Steuern ist immer auch super bei unserer finanziellen Lage gerade. Auch wenn ich, naja, bestimmte Dinge hätte man vielleicht besser machen können. Eine Regierung. Habe ich schon gesagt, eine Regierung. Ihr wisst, was ich meine, was die hier für bescheuerte Sachen gemacht haben. Entwicklungshilfe, na, das kam durch zum Beispiel. Die Maut haben sie immer durchkriegt. Atomkraft haben sie immer noch nicht abgeschafft. Ökosteuer sollte man sich auch eigentlich mal drum kümmern, hätte ich gedacht. Ja, gehen einfach mit dem Geld um, also. Oh ja, pff, ne. Nicht so schlimm wie im APPD-Let's Play, aber. Einfach das Rentenalter spontan auf 60 senken? Kann man machen? Sollte man nicht? Nationalratswahlen. Pro Folge eine Nationalratswahl. Bei der nächsten wird es dann wahrscheinlich keine geben, denn hier ist fast Folgenende. Also, ich fahre Vogelgras-Koks, das ist ja nicht nett. Natürlich versuchen wir immer noch Ella Glasnost-Petro zur Bundeskanzlerin zu machen. Ja. Dann brauchen wir mal eine Frau an der Spitze. War ja inzwischen schon eine Frau. Nein. Siegfried Lang, Nils Berlach, Andi Milcher und Wolfgang Verfrei. Aber immer mal wieder jemand von der SPÖ. Nicht immer nur ÖVP, ÖVP, ÖVP. Letztes Mal war ja der Herr Kern davor. Auch toll, auf den Herrn Kern folgt der Herr Kurz. Und der Herr Kurz war nur ganz kurz Kanzler. Weil ich mir vorstellen könnte, dass er bald wieder Kanzler ist. Wir haben Chance auf Platz 1. Wir haben Chancen. Das war sehr gute. Wenn wir die ÖVP etwas übertrumpfen, das war die SPÖ mehr verloren. Aber wir haben gute Chancen, das war die Bundeskanzlerin zu stellen, auf jeden Fall. Sehr gute Chancen sogar, wie ich sehe. Doch noch stärker als ÖVP. Wir haben sehr gute Chancen. Inkauser. Naja. Und Bils. Jetzt auch wieder drin. Naja. Warum nicht? Realität würden sich die Parteien gar nicht so lange halten. In Österreich, da wechseln die Parteien ja auch wie die Unterhosen der Parteimitglieder. Zumindest hoffe ich, dass sie die ab und zu mal wechseln. Man so viel unterwegs ist. Kann man das ja schon mal vergessen. Als Politiker. Ich möchte da jetzt nichts unterstellen. Na, ja, das ist, also wenn wir jetzt die Bundeskanzlerin werden. Dann verfluche ich aber alle anderen Parteien hier. Verfluche ich diese andere Koalition, die dann auch möglich ist, die beiden anderen. Trotzdem werde ich alles verhandeln. Auch nur 4er-Koalitionen möglich. Aber dafür ziemlich viele. Grüne SPÖ, Piraten und Geld. Ja, nehmen wir überall Nachwuchs. Ich will aber einen Umweltminister, ja. Ah ja, das sind Superposten. Oh, Umweltminister ist wichtig. Will ich jetzt nicht weiter spekulieren. Mit Gild, Piraten und SPÖ koalieren wir. Naja. Endlich mal wieder eine Bundeskanzlerin. Ach, eine Übergangskanzlerin. Hat er es denn geschafft?
7 Jahre an der Macht zu bleiben. Danach nochmal gewählt. Ja, mal selten. So. Dann sag ich tschüss, wie du es erstmal. Ja, gutes Ende.